Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr seht, ich teste heute die neuen Pyroland Produkte. Folgende Produkte habe ich: Shanghaiden Chili Snow, hier dieses große Rohr, der Feenvernichter, Night Nurse und Flying Sauerkraut. Ich würde sagen, wir beginnen jetzt einfach mal mit dem Feenvernichter hier. Die nächste Batterie im Test ist die Flying Sauerkraut. Jetzt mal ein kleines Fazit dazu. Also Flying Sauerkraut, ein sehr, sehr schöner, edler und neuer Effekt, kenne ich so noch gar nicht. Jetzt geht es weiter im Batterietest, und zwar, ich würde sagen, wir nehmen jetzt mal die Shanghaiden. Also so sieht eine Pyroland-Batterie aus, wenn sie ausgepackt ist. So schön pink in Pyroland. Hier wieder ein kleines Fazit, also die Pyroland Shanghaiden, richtig schöner, toller Effekt, ja, auch kombiniert mit bunten Sternen. Kenne diesen Effekt eigentlich noch gar nicht, erinnert mich nur ein bisschen an diese Pyroland Sauerkraut, die ich zuerst geschossen habe. Jetzt machen wir direkt weiter, Chili Snow oder die Night Nurse. Ah, ich habe jetzt Bock auf Night Nurse, ab geht's. Night Nurse von Pyroland, ihr seht, das ist im Prinzip die Eigenlinie von Pyroland Volksfeuerwerk. Und die letzte in diesem Batterietest, die Chili Snow, Pyroland Chili Snow, die mit Fächerung. Und wenn ihr sehen wollt, wie die Batterie aufzustellen ist, dann schaut einfach hier rein, macht kurz das Papier ab und ihr seht, wie die Rohre auseinander stehen. Also das ist die Fächerung, so muss diese Batterie hier zum Beispiel genau stehen. Eine wirklich schöne Batterie, Chili Snow, aber die Fächerungen sind mir einfach, die sind mir einfach zu weit auseinander. Trotzdem eine Top-Batterie. So, ich hoffe, euch hat dieser kleine Vergleich gefallen. Shanghaiden, Chili Snow, Feenvernichter und die anderen zwei Batterien. Ja, wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Video.